Einen grausamen guten Abend, Leute. Willkommen zurück zu Enrai. In der letzten Folge waren wir noch mit 10 Mods unterwegs. Jetzt sind es so um die 400. Ja, ist ein bisschen eskaliert. Ich weiß nicht, wie krass sich das auswirkt, wie schlimm das ist. Ihr habt eine Eispranke gefunden, im Inventar unter Verbrauchsgegenständen gelistet. Erhöhen beim Verzehr eure Tragfähigkeit dauerhaft um einen Punkt. Okay, coole Sammelobjekte. Kommt dann irgendwann so der Zeitpunkt, da sind wir dann übel schwer beladen und dann werde ich 50 von diesen Dingern fressen. Barfuß hier, Tapsen machen. Okay, er sagte, die Maschine kommt ihm bekannt vor, mit mehr rückt er jetzt nicht raus. Morchel sammeln. Dann müssen wir dann natürlich durch Naschen und Rumprobieren rausfinden, was die für Eigenschaften haben. Ich will immer die Waffe ziehen, weil ich immer alles anklicken will. Ich weiß nicht, wozu das alles gut ist, ne? Ich muss das auch alles erst wieder. Zauberbuch der Wohltat. Das ist geil, das brauchen wir. Mana-Trank ranzig. Schön ranzigen Mana-Trank. Welcher kannst du behalten? Groschen nehme ich mit. Was eine Technik. Oh, das ist aber cool gemacht hier mit dem Schatten und so. Und da hinten liegt noch eine Leiche. Den fasse ich mal in den Hintern. Menschenfleisch. Das sieht gut aus. Wäre ich jetzt gar nicht so abgeneigt spontan. Ein ranziger Heiltrank. Mal gucken, aber ich weiß nicht, wie krass so eine Fackel jetzt leuchtet. Eine Stirnlampe werden wir vermutlich nicht bekommen. Oh. Alle. Eine Rindshaut. Bestimmt schön Leder basteln. Was ist hier nur so los? Eine Zange. Okay. Schleichen für einen Schleichangriff. Okay. Ich möchte aber meinen Bogen wieder in der Hand haben. Meinen morschen Langbogen. Sind das, was wir bekämpfen sollen? Oh, Scheiße, wer ist er denn? Nee, oder? Den sollen wir doch nie bekämpfen. Bauplan Eisenkriegshammer. Guck mal. Das habe ich schon mal erst vergessen, dass es Baupläne gibt. Ich tippe mal drauf, wenn Sachen ausgegraut sind, dann ist da nichts drin. Wir können ihn jetzt einfach in Ruhe lassen. Ist er vielleicht blind? Herr Kollege, wir sind. Wir haben nichts Schlimmes vor. Wir sind nur. Oh, du hast da aber jemanden zu liegen, ne? Ah, er hat auf jeden Fall Peilung von uns, aber er ist ein Kumpel irgendwie noch. Nur ein bisschen sammeln. Wie sieht es denn aus mit unserer Magie? Wash and rise, remove all dirt and blood stains. Okay. Schatten des Windes, mehr war ja mehr Crit und so.
Müssen wir auch erstmal zurechtfinden. So, hier Wohltat. Was ist Erdung? Blitzschaden. So, den haben wir jetzt gelernt. Ich weiß nicht, ich habe Angst, dass ich in die Fresse kriege. Komm, wir speichern mal. Und dann gucken wir mal, was er sagt zu dem Treffer, wenn ich jetzt... Digga, ich bin undercover. Schwaches Schlammelementar. Schwach, so schwach sieht er gar nicht aus. Fünf Schaden. Na Mensch. Boah, Bogenschießen kostet auch Ausdauer. Krass. Der Rest, also es sieht, dass er jetzt irgendwie nur schmacht, ne? Aber... Unsere Pfeile reichen niemals aus. Drei Schaden. Okay, nützt nichts. Muss ich irgendwie mal Favoriten festlegen. Der regeneriert sich so langsam, oder? Der Schaden ist besser. Oh, ne. Ich hab hier Dodge, Kollege. Oh, was war das denn? Ach so. Ein bisschen dancen hier. Komm. Kriegen wir ja wohl ein bisschen austariert hier, den Kollegen. Oder nicht? Na, ich treffe auch nicht liege. Okay. Nein! Ach, so ein Schwachsinn. Alter. Sorry, Leute, aber das haut ja überhaupt nicht mit dem Ausweichen. Was ist das denn für ein Quark? Nach hinten ausweichen geht zum Beispiel nicht. Was halt cool wäre. Eisenschwert in der Hand. Das ist irgendwie immer noch scheiße gemacht, ne? Ich würde gern eine Magie in der anderen Hand haben. Für die Wohltat. Ah, kritischer Treffer, Junge. Boah, ey, das, sorry, aber das haut nicht hin. Müssen wir Pilze. Ach, guck mal, da kriegen wir auch. Stimmt, Arcanes Fieber. Was ist das Scheiße, Alter? Du kommst auch nicht weg. Also, er dodgt quasi rein. Ich weiß nicht, wie ich das. Das hat durch Doppeltasten drücken. Rückwärts macht das nicht. Doch. Ah, naja. Muss ich mir wohl mehr angewöhnen, irgendwas zu fressen. Ah, das... Nee, sorry. Ich mach das gar nicht. Für den Stufenaufstieg. Okay. Verzauberter Schlamm. Okay. Können wir wenigstens den Kollegen hier looten. Blauer Quarz. Lederschild ist auch nice. Schuhe nützen uns irgendwie nichts. Ist sonst noch irgendwas Sinnvolles drum bei dir? Fuchspelz. Schläge, ey. Jetzt möchte ich aber mal raus an Tageslicht. Die Sonnenküste. Wählt eure Worte mit Bedacht. Einen Weg aus der Schlucht finden.
glaube, die kleinen Sternchen in den Klammern bedeuten den Schwierigkeitsgrad. Wildkürbisse sammeln für Lebensregeneration. Jetzt sieht doch ein Schmuck aus hier. Boah. Schon cool. Hat sich schon mal gelohnt, die ganzen Mods hier aufzuhämmern. Und die Pilze sollen wir auch sammeln. Gucken, ja, die Augen offen halten hier nach diesen Eispranken. Das heilt hier? Guck mal, Flambis. Das ist geil. Alte Kristallmünze. Was ist noch mehr? Vielleicht braucht man die später noch. Oh, richtig leise am Springen. Ach, muss ich erst wieder lernen. Bam. Dann können wir die Erdung auch einfach lernen. Ich glaube, zum Anfang ist das noch ganz cool, so ein bisschen Flammen zaubern. Löst Fallen aus, um Gegner besiegen zu können. Oh, ey, das, sorry, aber das ist nicht geil. Also das wäre jetzt nicht im... Bäm, Kollege. Das mit dem Dodgen fetzt nicht. Dann weiß ich nicht, ob ich das üben kann, aber es führt zu ganz vielen Sachen, die ich gar nicht möchte. Aber das ist cool, hier gibt es ein bisschen Rüstung. Ist hier oben noch los? Ach, komm schon. Ein Silberpfeil. Ist da noch mehr? Skelett ist empty. Guck mal, ist ein Trank. Ein Lanz. Oh, noch ein Morscher Langbogen. Nee, kannst du behalten. Nur ein bisschen hier in der Trollhaut rumfingern. Fett. Da, schon wieder. Ich wollte bloß vorwärts rufen. Schwert. Ja, trotzdem eingesteckt, sehr gut. Ambrosia, das ist es hier. Verringert das arkane Fieber um 15%. 100 magische Symbole hebt er zu sammeln. Boah, der schon dämmert ja schon. Waldbären. Kann ich hier sehen. Ich habe so Büsche und so. Diese Pranken, die sitzen überall. Ihr seid auf Stufe 2 aufgestiegen und habt 5 Lernpunkte, 4 Handwerkspunkte und 1 Erinnerungspunkt erhalten. So, was wollen wir mehr haben? Wir brauchen auf jeden Fall Ausdauer noch. Klauen.
Krustenbrot. Ja, die sind geil. Die zieht man sich massig rein. Spitzhacke haben wir. Ich glaube, das können wir hier liegen lassen. Stiefel vielleicht noch. Zum Anfang zählt ja jeder Groschen. Da bin ich auch schon mal aus Versehen zum Anfang irgendwie rüber gehüpft. Irgendwie da oben rüber. Ich glaube, es macht keinen Sinn, diese Ballisten auszulösen. Ich weiß nicht mehr. Ja. Jetzt habe ich meine ganzen Kürbisse gar nicht gesammelt. Schwere Kämpfer erfordern Taktik. Drücke während des Blockens Maustaste 2 für einen Stoßangriff. Was sind denn noch mehr Wölfe? Oh nö! Wie mache ich das hier mit Favoriten? F. In dem Spiel seid, drückt Q, um das Favoritenmenü zu öffnen. Ja, so war das. Jetzt kommt hier der Sneaky Shot. Okay. Ja, ihr seid am Arsch, ne? So, den anderen zu niggern. Das können wir uns auch in die Favoriten schmeißen. Gleich durch hier gerade. Was mit alles nehmen? Okay. Alter, das Viehzeug wieder zu finden, das ist aber ohne Kunst. In dem hohen Gras. Oh. Glühwürmchen. Das ist so. Die Schmetterlinge sind so die Kolibris der Insekten. In dem Spiel. Ich glaube hier. Guck mal da. Perfekt platziert. Schaufel schon da. Dann machen wir die Erde lieber ruf als drin. Seelenstein, Groschen, Knochenmehl, Lichtmagie. Das ist cool. Schädel brauchen wir, glaube ich, nicht. Drei von drei. Jetzt fehlen uns noch Kürbisse. Krabbies sind auch hier. Ja, nur aus wegen Forschungszwecken und so. Ja, du darfst leben. Schwerer Lederharnisch. Alter, her. Weinflasche. Eisenlaterne. Ist auf jeden Fall permanent in der Inni brennt hier. Was ist denn das für ein Geräusch? Hier muss ja noch irgendwas sein. Hört ihr dieses Flüstern? Guck mal, Kapuze haben wir, eine Rüstung haben wir. Ranzige Sachen. Morgenlufttrank. Ranzig. Was macht er denn? Regeneriert Ausdauer. Verschlimmert Arkanistenfieber um 2%. Aber ist ganz cool so gemacht jetzt mit dem Inventar schon aufgelistet. Alles steht eigentlich
Zumindest bis jetzt einwandfrei da. Na, sieh mal einer an. Ich wusste doch, dass ich da jemanden hab herumkraxeln sehen. Was führt euch in diese Gegend, Mäßer? Den Scheiß an, Junge. Nee, lange Geschichte. Wer ich bin, Findaliris, meines Pfades Apothekarius. Sehr erfreut. Und ihr seid hier an der Sonnenküste im Süden Enderals. Woher kommt ihr? Oder wartet, sagt nichts. Ich kenne diesen Akzent. Nerim, oder? Ich... So, alles dicht. Zumindest für die Nacht sollten wir... Moment. Wer ist das? Nur ein Abenteurer auf Durchreise. Kein Grund zur Sorge also. Kein Grund zur Sorge? Wer sagt dir, dass dieser Kerl nicht zu den Banditen gehört? Wir haben vereinbart, dass du mich sofort rufst, wenn irgendjemand auftaucht. Ach, und siehe da, wir leben noch. War's das jetzt, Carbus? Ich hab ein Auge auf euch. Wenn ihr irgendetwas von unserem Zeug anfasst, dann werdet ihr es bereuen. Unglaublich. Ich präsentiere Carbus, wie er leibt und lebt. Entschuldigt seine ruppige Art, so ist er einfach. Aber, naja. Wenn ihr nichts mehr braucht, schlage ich vor, ihr zieht weiter. Folgt hinter dem Dammhaus einfach dem Weg gen Osten. Dann kommt ihr zu einem kleinen Dorf namens Flussheim. Ach, und hier, nehmt das. Ihr seht nämlich ziemlich kränklich aus irgendwie. Eure Augen. Ach, egal. Mit Wissen gekennzeichnet, Dialoge geben uns Wissenspunkte. Stimmt, da können wir dann mehr über das Land erfahren und so. Ist auch mal ganz cool. Puh, was soll ich euch da groß erzählen? Wir sind hier an der Sonnenküste im Süden Enderals. Eigentlich eine ziemlich friedliche Gegend, bis auf die Vatyren und Banditen, die sich hier in letzter Zeit rumtreiben. Tja, und viel mehr gibt's auch nicht zu erzählen. Zumindest meinerseits nicht. Am besten ihr fragt in Flussheim nochmal die Einheimischen. Die haben sicher die eine oder andere Geschichte auf Lager. Und es gibt natürlich Erfahrungspunkte. Verstehe, und es... Und gibt es Orte für einen Abenteurer von Interesse sein können? Abenteurer? Wenn ihr mich fragt, solltet ihr erstmal zusehen, dass ihr wieder gesund werdet. Aber ja, da gibt es einige. Zum Beispiel die alte Dreiflusswacht, gleich hinter dem Felsbogen. War mal ein alter Handelsposten, aber jetzt treiben sich da allerlei zwielichtige Gestalten rum. Ja, und die große Ruine im Süden dahinter. So, was ist denn jetzt eigentlich mit meinen Augen? Was hast du denn für ein Problem? Ich, ihr habt etwas Seltsames an euch. Besser kann ich das nicht beschreiben. Ich würde euch ja gern selbst untersuchen, aber wir haben kaum Ausrüstung da. Wenn ich also ihr wäre, würde ich in Flussheim mal einen Pater ansprechen. Vielleicht weiß der, was es mit euch auf sich hat. Habt ihr denn was zum Tauschen? Ah, okay. Ja, wieso eigentlich nicht? Zeigt mal her, was ihr habt. Vielleicht habe ich auch noch das ein oder andere, das ihr brauchen könntet. Indem ihr eh aufhält, drückt. Kaufpreise sind höher als Verkaufspreise. Okay. So, das ist Finn. Finn hat Ambrosia. Die will er uns verkaufen für 233. Cool, Finn. In Ordnung. Nee, ich will eigentlich bloß ein bisschen was verscharren. Was hat denn Finn an Groschen? 120. So. Die kann weg. Die Vagabundenklamotten will ich anziehen. Mit den anderen Sachen weiß ich noch nicht so, obwohl... Ich meine, das wiegt ja nichts, aber ich glaube nicht, dass ich einen Eisenhammer schwingen werde. Kann er auch haben. Dann habe ich hier noch ein bisschen Müll eingesammelt. Das Eisenschwert brauchen wir. Brot, jetzt schieben wir uns nachher in die Figur. Lehrbuch. Elementarismus-Lehrling. Ach so, okay. Na, mal gucken, das behalten wir auch erstmal noch. Das rostige Schwert. Blitzheilung. Ja, wir müssen unsere Handelsskills auch irgendwie so ein bisschen hochtreiben, sonst ist das alles noch nicht so. Magierlicht. Ja, das kannst du noch haben. Gut, okay, das bringt uns noch nicht viel. Wir sind einfach nur ein Lappen. Aber immerhin ein paar Kronen. So. Was? Hol mich doch, der schwarze Wächter. Ihr seid wirklich noch nicht lange hier, oder? Nein. Mein Pfad ist... Naja, mein Pfad eben.
meine mir von Malfas auserkorene Rolle, eine Art Berufung, wenn ihr so wollt. Nicht direkt. Malfas weist uns einen Platz in der Gesellschaft zu. In der Regel den, den unsere Väter und Vorväter auch hatten. Ich schreite auf dem Pfad der Belesenen. Und daneben gibt es noch die Schaffenden, die Erhabenen und natürlich die Wegelosen. Innerhalb jeder dieser Rollen steht es uns frei, ein Handwerk unserer Wahl zu ergreifen. Aber bestimmte Berufungen, die beispielsweise ein Belesener ausführen darf, bleiben einem Schaffenden, dem nächst niederen Pfad zu dem meinen, verwehrt. Wobei niederer hier nicht bedeutet, dass er in irgendeiner Art und Weise weniger wert wäre. Jeder hier auf Enderal tut also das, in dem er am besten ist. Und wer könnte besser wissen, was genau das ist, als die Götter? Mhm. Für mich klingt das, als ob jemand versucht, das Volk zu... Leider keiner, klar, den ich erdacht habe. Naja, ist ja in Ordnung. So. In Ordnung. Danke für eure Hilfe. Ich gehe erstmal weiter. Tut das. Eine schnelle Genesung und sichere Straßen wünsche ich euch. Schreitet wohl. Vielen Dank, Finn. Carboss, brauchen wir den Destillierer morgen noch für etwas? Ansonsten werde ich das ganze Zeug mal sauber machen. Finn, ich spiele. Also nein. Mein Arcane Fieber. What? Finn, hast du noch mal einen Moment? Hm? Beim rechten Weg, was ist denn mit euch passiert? Ihr seht ja aus, als hättet ihr den schwarzen Wächter höchstpersönlich gesehen. Ich hatte plötzlich so ein Fieber. Habt ihr irgendwas dagegen? Fieber? Das kann vieles sein. Wartet mal kurz. Ich glaube, ich habe da noch etwas Kümmerwurz übrig. Das sollte zumindest kurzfristig eure Schmerzen lindern. Dann sehen wir weiter. Setzt euch so lange ans Feuer, die Wärme könnte hilfreich sein. Was? Stimmt. Jetzt brauen wir auch noch für Wildfremde irgendwelche Tränke? Ich bin ja noch lucky. Ja, wenn diese Wildfremden kurz vor dem Fiebertod stehen, dann schon. Ja. Was ist das eigentlich für ein Wir Esel? Haben ja mal so einen Eid geschworen, erinnerst du dich? Den Gebrochenen helfen, den... Ach, mach einfach, was du willst. Keine Bange, wehrt dich. So. Ein gutes Verhältnis, ihr beiden. Kümmerwurz, Kümmerwurz. Ah, hier. Ganz cool durch die Mod bei den Gesprächen, dass man nicht mehr, wenn man an den Bildschirm rankommt, dass die Kamera sich da noch bewegt. Das war ganz schlimm irgendwie. So. Scherkappe. Ein bisschen Wasser. Na bitte. Fertig. Ich gebe euch jetzt erstmal... Scheiße, Finn, der Destillator! What? Explosion? Das wäre es doch, oder? Finn! Lustig. Trumpf, Finn, hat mich getroffen! Tut doch was, verdammt sonst! Okay. Ach je. Verdammt nochmal, Finn! Kriegst du eigentlich auch irgendwas hin, ohne dass ich dir ständig auf die Finger schauen muss? Das hätte verdammt nochmal übel ausgehen können. Tut mir leid, in Ordnung. Wir besorgen uns in Ark einfach wieder einen neuen. Will ich auch hoffen. Scheiße, das ist doch... Verdammte. Mir geht's immer noch scheiße. Ich brauch Hilfe. Dieser Tag wird wirklich nicht besser. Hier... Trinkt das. Das wird euch helfen. Na bitte, ihr seht schon besser aus. Untersuchen lassen solltet ihr das aber trotzdem am besten so bald wie möglich. Die Wirkung des Kümmerwurzextrakts lässt in ein paar Tagen wieder nach. Danke, aber was zum Hänger war das eben? Das mit dem Destillator, meint ihr? Oh, schlechte Qualität und zu viel Hitze, würde ich sagen. Aber naja, kann man nichts machen. Aber wir hatten ja auch so ein bisschen eine Vision, ne? Explosion? Ich glaube, ich kann euch nicht folgen. Das wäre es doch, oder? Finn Daliris starb 8234. Todesursache? Explodierender Destillator. Sehr, sehr lustig. Ich weiß wirklich nicht, wovon ihr sprecht. Vielleicht... Moment. Was war das? Komisch. Ich hätte schwören können, dass sich da eben etwas bewegt hat. Oh, Scheiße! Was zum... Carboss! Die haben mich getroffen, Finn! Die Schweine haben mich getroffen! Alter, wir müssen hier weg. Schnell. Carboss,
Ich... Tut doch was, verdammt nochmal! Tut es auf! Boah, Alter. Beendet. Neuland. Na, sieh mal einer an. Unser mysteriöser Überlebender ist wach. Jesper Mitumial Dalvarek. Oder einfach nur Jesper. Und ihr seid hier in meinem Lager. Bevor ihr fragt. Ja, die beiden Apothekarii sind tot. Der einzige Grund, dass ihr noch am Leben seid, ist, dass euch die Explosionen geradewegs ins Dickicht geschleudert haben. Die meisten eurer Verletzungen sind nur oberflächlich, aber euer Fieber... Naja, das ist eine ganz andere Geschichte. Ich war in der Nähe. Und nein, ich habe nicht geholfen. Aus zwei Gründen. Erstens, die Banditen waren in der Überzahl. Zweitens, ich habe meine Eingeweide am liebsten intakt. Ich wünschte, ich hätte eine heldenhaftere Antwort parat, aber die habe ich nicht. Tut mir leid. Ich sehe mal irgendwie in der Nähe ist, ey. Oh, eine Menge. Ihr leidet an Arkanistenfieber ersten Grades. Ehrlich, es wundert mich, dass der alte Apothekarius das nicht bemerkt hat. Lasst mich raten. Ihr seid plötzlich in der Lage, Dinge zu tun, die ihr bisher nur aus Bardenliedern kanntet, oder? Ihr seid ungewöhnlich stark, habt Reflexe wie ein Panther. Und Heiltränke oder magisch verstärkte Substanzen zu trinken hinterlässt einen... Naja, einen bitteren Nachhall in eurem Kopf. Ist so. Na dann, herzlichen Glückwunsch! Eure Magiebegabung ist freigebrochen. Ein wenig spät, wenn man euer Alter bedenkt, aber das kommt vor. Vereinfacht gesagt, das Fieber ist eine Reaktion eures Körpers auf die Begabung. Das ist erstmal kein großes Problem, aber wenn ihr euch nicht bald von einem fähigen Arkanisten behandeln lasst, wird's unschön. Okay. Judith, ich muss hier aber leider Schluss machen. Das Gespräch, das gönnen wir uns nächstes Mal nochmal komplett. Weil es ist eigentlich ganz, das ist wichtig. Jasper wird uns ab hier teilweise begleiten und viel der Geschichte ausmachen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich habe nämlich noch ein bisschen was zu tun. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Schönen Abend.